Allah Ta'ala sagt in Surat Fussilat: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Kann mir jemand eine arabisch-deutsche Ausgabe geben, bitte? Ich habe das nicht ausgedruckt, wie ich gerade sehe. Bitte dort hinten eine deutsch-arabische Ausgabe, dass ich das auch korrekt vortrage, nicht nur aus dem Gedächtnis. Sinngemäß sagt Allah Ta'ala ab dem, ich glaube, 29. oder 30. Vers in der 41. Sura, Jazakallahu Khairan. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab, sprechen, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Weiter spricht Allah Ta'ala: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss doch, ich gehöre zu den Allah-Ergebenen, zu den Muslimen. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich vom Scheitan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist der, der Allhörende und Allwissende. Liebe Geschwister, in diesen Worten liegt einerseits großer Trost für uns, eine Versicherung Allahs den Gläubigen gegenüber, und zum anderen eine klare Aufforderung zum Handeln und der Hinweis, wie zu handeln ist. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam auf die Frage hin antwortend: O Gesandter Allahs, woran kann ich mich halten? Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: Rabbi Allahu thumma istaqim. Qul Rabbi Allahu thumma istaqim. Sprich, Allah ist mein Herr, und dann bleibe standhaft. Und es wurde gefragt: Was fürchtest du am meisten für mich? Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, auf die Zunge zeigend: Hada. Auf die Zunge zeigend: Hada. Das heißt, wir verbinden uns mit Allah, er ist unser Herr, und dann bleiben wir standhaft. Und die Koran-Kommentatoren sagten, wie Ibn Kathir aufführt in seinem Tafsir, dies bedeutet, dass man die Sünde meidet.
dass man die Sünde meidet. Und was am meisten zu fürchten ist, ist die Zunge, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Diejenigen also, die sich Allah ergeben und die die Sünde meiden, die versuchen, standhaft zu bleiben, auf diese senden die Engel herab und sagen, La takhafu, habt keine Angst, wa la tahzanu, und seid nicht traurig. Die Korangelehrten sagten, wie Ibn Kathir und andere festgehalten haben mit Überlieferungskette, in Bezug auf, fürchtet euch nicht, das ist gemeint, das, was die Person erwartet. Denn die Herabsendung der Engel, die hier thematisiert ist, ist die Herabsendung während des Todes. Und während man stirbt, sprechen einem die Engel zu, der Seele des Mu'min, der Mu'minin, habt keine Angst. Das heißt, alles, was einen erwartet, der Tod an sich, der Eintritt ins Jenseits, das Grab, die Brücke, die Wiederauferweckung, der Tag des Gerichts, das heißt, die wirklich schrecklichen Ereignisse, die wirklich dramatischen Ereignisse, all das, liebe Geschwister, soll nicht gefürchtet werden von denjenigen, die Mu'minin sind, denjenigen, die die Sünde meiden. Und dies wird ihnen zugesprochen. Einerseits, wenn sie sterben, und wie Ibn Kathir, die Salaf, zitierte, auch innerhalb des Grabes werden solche Mu'minin nicht allein gelassen, sondern sie werden begleitet von den Engeln und getröstet von den Engeln. Und auch während sie wieder auferstehen, werden sie von den Engeln die Begleitung haben. Oh Allah, bitte lass uns zu den Mu'minin zählen. Allahumma amin. Wa la tahzanu, und seid nicht traurig. Denn der Tod, liebe Geschwister, hinterlässt einen immer mit Trauer oder konfrontiert einen mit Trauer in Bezug auf das, was man hinterlässt. Man möchte nicht von seiner Familie getrennt sein. Man macht sich Sorgen in Bezug auf seine Kinder. Man macht sich Sorgen in Bezug auf Verpflichtungen, die man gegenüber Menschen hat und vielleicht nicht erfüllen konnte. Schulden beispielsweise. Aber diejenigen, die versucht haben, standhaft zu bleiben, all denen wird gesagt, weder habt ihr euch zu fürchten in Bezug auf das, was euch im Jenseits erwartet, an verschiedenen Stationen, noch habt ihr traurig zu sein auf das, was ihr hinterlasst. Ihr müsst euch keine Sorgen machen um eure Familienmitglieder, ihr müsst euch keine Sorgen machen in Bezug auf eure Kinder, noch auf Verpflichtungen wie beispielsweise Schulden. Und das alles ist, wie gesagt, im Tafsir von Ibn Kathir mit Überlieferungskette enthalten. Und das sind große tröstende Worte, die wir brauchen. Und Allah Ta'ala sinngemäß sagt weiter, lässt die Engel sprechen zu dieser sterbenden Seele, und ihr bekommt im Paradiesgarten das, was ihr begehrt und wonach ihr euch sehnt. Das, was ihr begehrt und das, wonach ihr euch sehnt. Liebe Geschwister, ich bin dabei, eine Person zu begleiten in ihren letzten Tagen. Sie liegt auf dem Sterbebett. Und wir sprachen über das Paradies. Und er sagte, wenn ich ins Paradies komme, Allahumma amin. Und das ist jetzt kein Witz, liebe Geschwister. Er sagte, dann wünsche ich mir, auf Toilette gehen zu können. Weil die Person seit 6-7 Wochen keinen Stuhlgang hatte. Ist im Endstadium vom Krebs. Und ich sprach, basierend auch auf dem Hadith, ja, dass man im Paradies keinen Stuhlgang haben wird. Ich sprach, im Paradies ist man von Angelegenheiten wie des Stuhlgangs befreit. Und er sagte, ich wünsche es mir aber trotzdem. Könnt ihr euch vorstellen, Subhanallah, ja, das, was uns tagtäglich Ärger bereitet, ja, wir wollen nicht auf Toilette müssen. Wir sind beschäftigt. Wir haben, möglicherweise sind wir krank oder haben Schmerzen. Wir verbinden nichts Angenehmes. Es ist eine mehr oder weniger unangenehme Sache. Mal mehr, mal weniger. Könnt ihr euch vorstellen, Subhanallah, dass dieses Leben einen so stark prüft,
dass man sich sogar wünscht, ja, Toilettengang zu haben? Und wie undankbar müssen wir doch sein, liebe Geschwister, dass wir solches nicht bedenken, dass es eine Gnade ist. Wie gesagt, die Person sagte, ohne einen Witz zu machen. Sie wünscht sich dies aber trotzdem. Subhanallah. Subhanallah. Ja, und Allah Ta'ala wird seine Diener, die er ins Paradies eintreten lässt, zufriedenstellen. Entweder indem er ihnen ihre Sonderwünsche erfüllt oder aber indem er ihnen dieses Bedürfnis nach einem Sonderwunsch entnimmt und sie anderweitig zufriedenstellt. Ja, lasst uns darum bitten, dass er das Paradies bekommt und dass wir ihm auch folgen werden. Und wer weiß, vielleicht gehen wir bereits vorher. Ja? Das ist der große Vorteil, den man hat, wenn man sterbenskrank ist, dass man gewisse Dinge noch regeln kann. Seine Beziehung zu Allah Ta'ala und seine Beziehung zu den Menschen, das ist ein großer Vorteil. Aber viele werden anders geprüft. Für viele sieht das Schicksal etwas anderes vor, nämlich dass ein plötzlicher Unfall sie von dieser Welt in die nächste holt. Das als Erinnerung. Und dann spricht Allah Ta'ala davon, dass man die Menschen zu ihm einlädt und dass man mit bestem Vorbild auch dies tut. Das heißt, man hält sich auch selber an seine Lehren, die man predigt, und sagt, dass es kein besseres Wort als dies geben kann, nämlich zu Allah Ta'ala einzuladen und sich auch selbst daran zu halten. Aber dort, liebe Geschwister, wo die Auseinandersetzung, wo die Einladung ist, ist oft auch eine Auseinandersetzung. Und da, wo Auseinandersetzung ist, da gibt es Stress. Und wir leben leider in einer Zeit, in der Universitäten und Wissenschaftler und Institute, Soziologen, Psychologen das Phänomen des antimuslimischen Rassismus festgestellt haben, der Islamfeindlichkeit. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Bezeichnungen. Islamophobie ist keine wissenschaftliche Bezeichnung mehr. Für diejenigen, die vielleicht noch an diesem alten Wort kleben, da man dies nicht als Krankheit abtun kann, wie das Wort Phobie es nahelegt. Das heißt, in diesen Zeiten haben wir es nicht nur mit gebildeten und anständigen, höflich gemeinten Anfragen zu tun in Bezug auf unser Dasein als Muslime hier in Deutschland oder in Bezug auf religiöse Fragen, sondern es gibt auch verbale Tiefschläge. Es gibt teilweise auch mehr als das. Ja, ihr habt sicherlich davon mitbekommen, dass vor 2 Tagen es einen Messerangriff in der Zakaria-Moschee gab, an der Konstabler Wache, wenige Meter entfernt von der dortigen Polizeistation, zu einer Tageszeit, wo noch gewissermaßen Betrieb ist. Ja, es war nach dem Maghrib-Gebet, das heißt so irgendwann gegen 8 Uhr, ja, da ist noch viel Betrieb in der Gegend. Ja. Und es wird noch, wird anscheinend noch aufgeklärt, wer der Täter ist, ist flüchtig. Und ich hoffe, dass man auch nach ihm sucht und mit Personenbeschreibungen nach ihm sucht. Ja? Denn er ist dann nicht mit einer Maske reingestürmt. Das ist traurige Realität, mit der wir umgehen müssen. Und in Bezug auf das Wort Allah Ta'alas, in Bezug auf die verbalen Auseinandersetzungen, ja, heißt es, wehre das Schlechte mit dem Besseren ab. Wäre das Schlechte mit dem Besseren ab. Sicherlich, wenn wir angegriffen werden oder wenn wir also körperlich oder sehen, dass andere körperlich angegriffen wären, dann ist in dem Moment keine Zeit zum Reden, ja, sondern dort ist dann Zeit für Notwehr. Notwehr, was auch im hiesigen Strafgesetzbuch natürlich geregelt ist, ja, weil das auf Logik und Verstand basiert, mit einem universellen Charakter. Das heißt, wir werden Notwehrgesetze in allen Gesellschaften und allen Gesetzesbüchern vorfinden. Ja, ist ein menschliches Phänomen. Da, wo es Menschen gibt, gibt es Gewalt. Und da, wo es Gewalt gibt, haben Menschen vorgesehen, dass es auch eine erlaubte Form der Gewalt gibt, nämlich wenn sie im Sinne der Notwehr auch geschieht. Aber was ist mit dem, was jetzt
weniger ist, mit diesen menschlichen Begegnungen, mit dem Verbalen, mit dem, ey, was, ja, was wir lesen an Kommentaren, was wir in Begegnungen haben. Allah erinnert uns daran, dass wir das Schlechte mit Besserem begegnen. Und Ali, Allah möge mit ihm zufrieden sein, wie Ibn Kathir in seinem Kommentar erwähnt, Ali zitiert Ibn Abbas, Allah möge mit beiden zufrieden sein, dass damit gemeint ist, dass man seiner eigenen Wut mit Standhaftigkeit begegnet. Weil natürlich, wir sind persönlich betroffen. Ja, und wenn wir aus Wut heraus sprechen und unsere Gedanken nicht filtern, liebe Geschwister, werden wir keinen wertvollen Beitrag leisten. Das heißt, unsere eigenen Wut müssen wir mit Standhaftigkeit, mit Sabr begegnen. Und Al-Jahl, ja, müssen wir mit Helm, mit einer Milde begegnen. Wenn man diese Krankheit des Unwissens behandelt, braucht man Helm, braucht man eine gewisse Milde, wie Ibn Abbas es sagte. Und diejenigen, die auch vergeben können, wenn sie falsch behandelt werden. Das heißt, wir haben in unserer Religion einen Raum für Vergebung, wenn wir falsch behandelt werden. Und Allah Ta'ala, er verheißt, und das ist nicht für alle Situationen gedacht, als erlangtes Schicksal, so einfach ist das nicht, aber er stellt etwas in Aussicht, was man erreichen kann. Nämlich, dass zwischen demjenigen und dir, wo vorher Feindschaft bestanden hat, eine Beziehung entsteht, die von Wärme geprägt ist, wie Allah Ta'ala es sinngemäß in diesen Koran-Versen gesagt hat. Und das ist das, was wir Alhamdulillah auch seit gut 2 Jahrzehnten erleben. Ja? Hier in der Mitte dieser Moschee habe ich ein Gespräch geführt mit einem Vater, der dagegen war, aber trotzdem erschien, dass seine zum Islam konvertierte Tochter den Mann ehelicht. Ja? Er war dagegen, er sprach das ganz offen aus, von Angesicht zu Angesicht. Und hat keine gute Meinung über den Islam gehabt. Ich will ihn jetzt hier nicht zitieren. Aber subhanallah, dass wir Unwissenheit, Unhöflichkeit, ja, Provokation dieser Person mit Aufklärung, mit Milde, mit Gastfreundlichkeit begegnet sind, hat dazu geführt, dass ich sogar bei ihm zu Hause eingeladen war und er eine sehr positive Meinung über den Islam im weiteren Verlauf gewonnen hat. Und als ich seine Tochter hat scheiden lassen, ja, hat er die Seite von seinem Schwiegersohn eingenommen. Wallahi. Das heißt, jemand, der feindschaftlich zuvor dem Islam und der Ehe seiner Tochter begegnete, ist in beiden Punkten, hat eine Wandlung durchgemacht. Und Allah Ta'ala sagt, dies bekommen aber nur diejenigen, die geduldig sind. Wenn wir uns selber nicht unter Kontrolle haben, dann werden wir kein Changer sein, dann werden wir die Dinge nicht ändern können. Das heißt, zur Dawah, liebe Geschwister, gehört auch Tarbiya, gehört auch Selbsterziehung. Und derjenige oder diejenige, die noch nicht auf diesem Stand sind, dass sie ihre eigenen Emotionen kontrollieren können, so gebildet sie auch sein mögen, das ist nicht ihre Arena. Aufklärungsarbeit ist dann nicht ihre Arena. Weil sie dann keine Änderung werden bewirken können. Und vieles basiert nicht nur auf Information, ja, dass die Menschen lediglich informiert werden müssen. Viele Menschen brauchen auch eine persönliche Begegnung, nicht nur Information. Und für diese persönliche Begegnung, liebe Geschwister, brauchen wir Geduld. Und für die nächsten Tage und Wochen brauchen wir Geduld. Ich habe es euch letzte Woche angekündigt. Ihr könnt euch daran erinnern, an die 12 Jahre, die AfD für problematisch betrachtet. Heute hat Gauland es sogar noch überboten und hat gesagt, dass man als Deutscher stolz sein dürfe, ja, das fordert er, dass auf die Leistungen der deutschen Soldaten in beiden Weltkriegen. In beiden Weltkriegen, das heißt auch im Zweiten Weltkrieg. Auf diese Leistungen sollte man stolz sein können als Deutscher. Ja, es geht weiter. Der Wahlkampf wird reißerischer und in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, wird auch bei gewissen Bevölkerungsteilen die antimuslimische Stimmung verstärkt.
Und gewisse andere wiederum, die vielleicht unbetroffen sind. Ja? Sie haben noch nicht diese Krankheit des Hasses gegenüber dem Islam in sich. Aber ihre Fragen wachsen. Vielleicht haben sie noch keine positive Begegnung mit Muslimen gehabt. Und sie sehen nur die Presse und sie sehen nur Weltpolitik und sie können wenig mit den Informationen umgehen und sie einordnen. Und diese verdienen eine gute Begegnung. Eine Bekannte aus meiner Familie, die meine Frau auch sehr gut kennt, deswegen habe ich das persönlich genommen. Sie fragte nach dem Kopftuch, ja, und hatte in ihrer Frage halt diese ganzen Klischees geäußert mit Unterdrückung und ja. Und mich hat das persönlich getroffen, weil die Person kannte meine Frau. Und wer meine Frau kennt, dann nehme ich das persönlich, dass man dann das Kopftuch und den Islam mit Unterdrückung verbindet, weil das passt einfach nicht zusammen. Ja, und die Person hatte eine menschliche Begegnung, die dies ausradieren konnte. Und trotzdem werden wir gefragt. Und ich habe meinen Frust gezeigt. Ich habe gesagt, ich habe diese Frage schon 1000 Mal beantwortet. 1000 Mal. Ich habe keinen Bock drauf gehabt, um's zu sagen, so wie ich es denke. Wisst ihr, was die Person mir gesagt hat? Ich stelle diese Frage zum ersten Mal. Ich stelle diese Frage zum ersten Mal. Und in diese Lage müssen wir uns begeben, liebe Geschwister. Ist nicht easy. Wir sind alle frustriert. Es geht nur darum, ja, wie managen wir unseren Frust? Wie kommen wir damit? Aber wir sind alle frustriert. Alle durch die Bank weg. Und diejenigen, die nicht frustriert sind, sind sogar spielen in einer tieferen Liga. Weil das heißt, sie leben nicht mit den Ereignissen. Das heißt, sie kümmern sich nicht um die Belange der Muslime und überhaupt um Belange der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Das heißt, die Guten sind schon mal frustriert. Aber liebe Geschwister, die Besseren, aufbauend auf den Ayat, sind diejenigen, die ihren Frust managen. Und da müssen wir auch auf die Menschen zugehen und etwas empathisch sein, etwas Verständnis haben. Sie haben vielleicht noch Klärungsbedarf. Und subhanallah, der Klärungsbedarf bei dieser Person führte dazu, dass sie den Islam auch angenommen hat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aber der Weg dorthin, den Menschen begleiten, in seinen Ängsten, in seinen Sorgen, die auch transportiert werden, medial. Und die, ja, manchmal sind wir auch keine guten Vorbilder, müssen wir auch zugeben. Manchmal sind wir selbst auch keine guten Vorbilder. Und das alles prasselt auf Menschen ein, die unwissend sind, die fehlinformiert sind und die auch Existenzängste haben und die professionell auch angesprochen werden in ihren Existenzängsten, ja, von Scharfmachern, von Hetzern, ja, die sich freuen, wie auch die AfD hat verlautbaren lassen, ja, die freuen sich. Jeder Anschlag erfreut sie, weil dies bringt ihnen mehr Wählerstimmen, mehr politischen Einfluss. Ja, und ich halte es auch für den größeren Erfolg der AfD, dass sie die politische Mitte des Landes insgesamt nach rechts gezogen haben. Das ist ja noch größerer Erfolg als die Prozentpunkte, die sie erreicht haben in bisherigen Wahlen. Ja, und es gilt zu befürchten, dass die drittstärkste politische Kraft in Deutschland tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen werden. Liebe Geschwister, das als Aufklärung, und das gehört auch dazu, dass man islamwissenschaftlich über einige Dinge aufgeklärt ist. Ja? Muslime, die vielleicht wenig islamwissenschaftliches Studium hinter sich haben, werden vielleicht gehört haben, dass dieser Vers, den ich gerade eben vorgetragen habe, oder diese Passage aus dem Koran, dass islamrechtlich gar nicht mehr gültig ist. Ja, dass das eine irgendwie aufgehoben wurde vom anderen im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und gemäß der Ansicht von As-Suyuti ist dies nicht der Fall. Gemäß der Ansicht von Shah Waliullah al-Dahlawi ist dies auch nicht der Fall. Und ich möchte jetzt hier Worte von Ibn Hazm zitieren in Bezug auf die Angelegenheit von An-Nasikh und Al-Mansuch, also sprich die Abrogation. Das heißt, ein Vers war gültig und wurde dann durch einen anderen Vers oder durch die Sunna, ohne jetzt in Details gehen zu wollen, aufgehoben. Ja? Dass zuerst das eine gültig war und dann das andere die Gültigkeit überstimmte, in dem Sinne. Sprich, um es mal so in einem alltäglichen Beispiel, Deutsche Mark und Euro. Ja, Gültigkeit besitzt jetzt der Euro und damals war es die Mark. Ja?
Ibn Hazm sagt, es ist für einen Muslim, der an Allah und den letzten Tag glaubt, nicht statthaft in Bezug auf etwas vom Koran und der Sunna zu sagen, es sei abrogiert. Erstmal gibt es ein Verbot. Es sei denn mit voller Gewissheit, denn Allah voller Machtwürde und Majestät ist, er sagt, und keinen Gesandten haben wir gesandt, außer damit man ihm mit der Befugnis Gottes gehorsam sei. Ja? Und er, voller Hoheit ist er, sagte, befolgt, was zu euch von eurem Herrn herabgebracht worden ist. Das heißt, erstmal gibt es einen Befehl, dazu der Offenbarung zu folgen. Zu folgen. Ja? Es ist also Pflicht, alles, was Gott, voller Hoheit ist er, im Koran oder durch die Rede seines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, herabgesandt hat, zu befolgen. Wenn wer nun über etwas davon behauptet, es sei abrogiert, also rechtlich außer Kraft getreten, hat allerdings dafür gesorgt, dass dem jeweiligen Befehl nicht gehorcht wird und die Notwendigkeit, ihn zu befolgen, für ungültig erklärt. Dies aber ist eine reine Aufsässigkeit gegen Gott, voller Hoheit ist er, und eine klare Abweichung, solange kein schlagender Beweis für die Korrektheit seiner Aussage aufkommt. Andernfalls ist er ein unsinnredender Lügner. Wer nun das Gegenteil dessen, was wir hier gesagt haben, als zulässig darstellt, dessen Aussage führt letzten Endes dazu, das komplette Gesetz für ungültig zu erklären. Wenn jetzt jemand sagt, ja, diese Aussage aus dem Koran hat keine Gültigkeit mehr, aber er hat keinen Beweis. Wenn man sich die Methodik anschaut, wird man feststellen, das könnte man dann ja auf den gesamten Koran und auf die gesamte Sunna übertragen. Und was würde dann übrig bleiben? Ja, und das führt auch Ibn Hazm diesen Worten bis zum Ende aus. Ja? Gut, das zum islamrechtlichen Teil. Diese Worte sind auf meiner Homepage nachzulesen und noch ausführlicher. Ich möchte jetzt aber die Zeit noch für die weitere Khutba nutzen. Lass uns Allah Ta'ala zunächst um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns seine Vergebung zukommen lassen kann. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, es wird interessant. Wir haben letzten Samstag Schlüsselübergabe gehabt vom Objekt in Enkheim. Ja? Und dort gab es eine schöne Begegnung mit einem Nachbarn und man kam ins Gespräch. Ja? Am Tag danach, am Sonntag, ja, weil wir den Schlüssel in der Hand haben, haben wir gesagt, lass uns die nächsten Tage planen, wie wir auf die Enkheimer, das Grundstück ist ja in Bergen-Enkheim, zugehen. Wir haben uns darauf verständigt, bereits am Sonntag, dass wir vor dem 3. Oktober in Enkheim eine Veranstaltung haben werden. Und am 3. Oktober, das Tag, der Tag der offenen Moschee, ja, abgesehen davon, dass es der Tag der deutschen Einheit ist, ja, ein bisschen Allgemeinbildung ist wichtig, liebe Geschwister, ja. Nicht, wenn ihr in der Schule gefragt werdet, was ist der 3. Oktober, und ihr sagt, das ist Tag der offenen Moschee. Ja, muss man differenzieren, ja, nach Priorität. Gut. Wir wollten also nicht die Bürger über die Presse informieren, sondern wir wollten erst eine persönliche Begegnung haben. Nur es gab zwei Tage oder einen Tag später gab es eine Sitzung im Ortsbeirat. Und die war auf einmal voll gewesen. Warum? Weil sich vieles in der Nachbarschaft rumgesprochen hat und viele Gerüchte auch bewusst gestreut worden sind, ja, Ängste auch geschürt worden sind. Und wer sitzt im Ortsbeirat? Die Presse. Ja, und die Presse, die macht ihre Aufgabe. Die muss berichten. Der Ortsbeirat ist etwas Öffentliches. Und dann kriege ich also am Mittwoch den Anruf und bin erstmal enttäuscht, ja, dass der Verlauf des Schicksals so nicht ist, wie wir dies geplant haben. Aber man muss sich dem Schicksal ergeben, liebe Geschwister, man muss zufrieden mit dem sein, was Allah Ta'ala für einen wählt. Das ist eines der Voraussetzungen dafür, dass man glücklich wird, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Und ihr habt den Artikel, weil ihr belesen seid, in der Frankfurter Neuen Presse am Donnerstag, sprich gestern, dann auch gelesen. Wir werden, wie gesagt, eine Begegnungsveranstaltung in Enkheim organisieren, in einem geschützten Rahmen für die dortigen Bürger. Das heißt nicht presseöffentlich, damit man einfach über alles reden kann, ohne das Gefühl zu haben, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am 3. Oktober haben wir dann hier für die hiesige Bevölkerung
einen Informationstag, ja, gibt es einen Vortrag und Begegnungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ihr Nachbarn habt, wenn ihr Schulkollegen habt, etc., bringt sie hierher, inshallah. Es ist Tag der Begegnung, Tag der offenen Moschee. Wobei ihr wisst, wir haben jeden Tag Tag der offenen Moschee. Das wisst ihr. Ja? Wir haben durchschnittlich, seitdem wir dokumentieren, seit 2011, haben wir 25 Moscheeführungen jährlich. Wir haben jetzt ca. 450 bis 500 Besuchern jährlich. Und das sind nur die, lediglich die Moscheeführungen. Ja? Gut, im Presseartikel kam allerdings auch ein Statement des Integrationsdezernats vor, gehalten von Jan, gegeben von Jan Pasternak. Und er beschrieb unsere Gemeinde mit zunächst mit drei Worten, ja, konservativ, autoritär und, was war das dritte, polarisierend. Ja, und da möchte ich kurz drauf eingehen. Konservativ sind wir tatsächlich im religiösen Sinne. Ja? Das heißt, wir sind im Rahmen der Ahlus Sunnah wal Jama'a eine Gemeinde, die diese Lehre auch bewahrt. Das heißt, das, worauf man sich geeinigt hat als Konsens innerhalb der Ahlus Sunnah, ja, das gilt für uns als verbindlich. Und da, wo es eine Vielfalt gibt in der Ahlus Sunnah, da spiegeln wir diese Vielfalt auch in unserer Gemeinde wider, wie ihr alle kennt. Ja, hier sind Vertreter von mehr als vier verschiedenen Rechtsschulen auch mit in dieser Gemeinde. Und wir haben, ihr kennt unser Miteinander, was wir haben, im Rahmen dieser auch überlieferten Vielfalt in den Furor, in den Zweigfragen. Ja? Und in dem Sinne bewahren wir die Lehre. Und das ist als Religionsgemeinschaft in der Regel, das ist bei den Religionsgemeinschaften eigentlich die Regel. Das heißt, wenn ihr mal die Wortbedeutung von orthodox nachschlagt, wenn ihr die Wortbedeutung von katholisch nachschlagt, wird letztendlich nichts anderes wiedergegeben, als dass man die Lehre, so wie sie überbracht wurde, konserviert, ja, beibehält, in dem Sinne konservativ ist. Ablehnen tun wir diesen Begriff allerdings unsere Ablehnung gegenüber diesem Begriff im kulturellen Sinne ist genauso stark wie unsere Bestätigung im religiösen Sinne. Welche Kultur überhaupt? Schaut euch an, wir haben über 50 verschiedene ethnische Hintergründe, jetzt gerade. Ja, wie wir an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen vor mehreren Jahren in einer Umfrage erhoben haben. Ja, so, welche Kultur sollen wir überhaupt konservieren? Ja? Wenn wir etwas sind, dann sind wir eine deutschsprachige, eine deutsche, ja, multikulturelle Gemeinde. Ja? Und was hat das mit konservativ zu tun? Ja? Das ist im positiven Sinne auch für den innerislamischen Dialog eine Weiterentwicklung. Ja? Und spiegelt auch die Vielfalt Frankfurts letztendlich wider. In Bezug auf autoritär, das trifft auf unseren Verein überhaupt nichts zu. Ja? Wir haben Mitglieder, die den Aufsichtsrat wählen, die wiederum den Vorstand wählen. Die Vorstände sind für einen Bereich verantwortlich, aber alles, was bereichsübergreifend ist, wird am runden Tisch per Mehrheit entschieden. Ja, also wie kann das in dem Sinne autoritär sein? Falls es in Bezug auf eine religiöse Kategorie ausgesagt wird, was unterscheidet uns dann von unserem Autoritärsein, von der jüdischen Gemeinde, von der katholischen Gemeinde, von der evangelischen Gemeinde, von irgendeiner religiösen Gemeinde, ja, wenn es darum geht, dass man im Sinne von, dass man Gehorsamkeit einfordert? Natürlich, jede religiöse Person wird weitergeben, seid gehorsam gegenüber Gott. Das ist also, welchen Mehrwert gibt es denn in der Beschreibung einer religiösen Gemeinde, wenn man das im theologischen Sinne meint, im theologischen Sinne autoritär? Ja, und ich kenne diesen Begriff übrigens im Rahmen der theologischen Gespräche und Diskussionen nicht, dass man das auf eine Religionsgemeinschaft so anwendet, im theologischen Sinne. Ja? Sondern das ist eher im gesellschaftlich, im Miteinander ein verwendeter Begriff. Und da, wie gesagt, unsere Entscheidungsstrukturen und Prozesse sind alles andere als autoritär. Und diejenigen, die hier auch engagiert sind, werden wissen, dass wir Aushandlungsprozesse haben. Ja? Wo ich auch, als jemand, der jahrelang, seit 20 Jahren in diesem Verein aktiv ist, mit seiner Meinung sehr oft in der Minderheit steht und das auch akzeptiert. Ja? Warum? Weil es letztendlich in anderen Fragen
genauso geht. Das heißt, diese Aussage müssen wir dann wohl gänzlich zurückweisen. Und in Bezug auf polarisierend bedeutet, dass es einige gibt, die sagen toll und andere gibt, die sagen nicht toll. Ja? Und das ist letztendlich ein Lob, ja, weil es bedeutet, man ist wer. Weil man polarisiert nur dann, wenn man wer ist. Ja? Und letztendlich ist aber auch jeder polarisierend. Die CDU, die AfD, die SPD, die Grünen, jeder, der etwas ist, in der Regel polarisiert er. Ja, von daher ist das auch keine Aussage mit Mehrwert in Bezug auf unsere Gemeinde. Und man hätte auch mehr sagen können, ja, als ob wir Unbekannte wären in der Stadt Frankfurt. Ja. Schaut bitte, und das ist übrigens auch eine Sache, die möchte ich jetzt nicht nur in einem Nebensatz erwähnen. Viele von uns kennen gar nicht die Aktivitäten ihrer eigenen Gemeinden und identifizieren sich nicht damit, weil sie auch nicht Bescheid wissen. Die Gemeinden leisten sehr viel in einem ehrenamtlichen Rahmen, mit viel Aufopferung, der wertvollen Zeit. Ja? Das sind die Abende und die Wochenenden. Jede muslimische Gemeinde ist aufgebaut, ja, unter der Woche am Abend und am Wochenende. Deswegen beschäftigt euch mit euren Gemeinden. Schaut, was die alles machen. Und tragt das dann auch weiter an eure Nachbarn, an eure Kollegen, an eure Schulkameraden etc. Weil wenn wir nicht das real existierende Gute über unsere Gemeinden verbreiten, auf die Presse können wir uns leider nicht immer verlassen, dass sie bei jedem Gut, bei all dem Guten, was wir tun, immer ja, live dabei ist und sendet und berichtet und informiert. Ja, weil es ist halt die Logik in der Presse, dass schlechte Nachrichten Nachrichten sind. Ja? Und wenn wir für gute Nachrichten sorgen, ja, dann ist das sehr, sehr oft einfach nicht der Berichterstattung wert. So ist das leider. Aber das geht vielen Organisationen so, die sich sozial engagieren oder in irgendeiner Form etwas Gutes tun. Ja? Und dann, wenn dann irgendein mögliches Skandelchen in der Luft liegt, dann stürzt sich die Presse drauf. Das ist die Logik der Presse. Ja? Da müssen wir auch leben und leben auch damit. Ja? Aber das nimmt uns das tut gleichzeitig mehr Verantwortung auf unsere Schultern drauf, weil wenn wir nicht über unsere Gemeinden berichten, wer tut es? Ja, und die Unsicherheiten, die in der Bevölkerung existieren, die auch bewusst gestreut werden, ja, die können wir nur durch diese Begegnungsarbeit wegnehmen, ja, und nur auf eine milde, ja, angenehme Art und Weise, wo man besser sich gegenüber demjenigen verhält, der sich einem gegenüber, wie gesagt, schlecht verhält. Ja? Und man muss informiert sein, weil lieb sein reicht nicht aus. Wir können nicht, ja, hier haben Sie Kaffee, hier haben Sie Tee, kommen Sie mal rein und ja, die muslimischen Gemeinden, die machen ja nichts. Dann, hier haben Sie noch eine Tasse Tee. Ihr müsst schon informiert sein, ihr müsst schon wissen, was abgeht. Ja? Teilweise kriege ich mit, ach, ihr habt eine Einschulungsfeier gehabt, davon wusste ich ja nichts. Ja, was sollen wir denn mehr machen? Wir haben es beim Freitagsgebet verkündet, wir haben es auf unsere Homepage gesetzt, der Rest ist bei euch. Ansonsten WhatsApp ihr doch auch alles. Ja, Angebote bei Kaufhof und leckeres Eiscreme hier und dort und Facebook auch alles. Ja? Verzeiht, wenn ich ein bisschen direkt werde, wenn ich ein bisschen was von euch einfordere, wenn ich euch ein bisschen kritisiere. Ja? Manchmal können wir mehr nicht tun. Ja? Das heißt, wenn ihr irgendwo uninformiert seid über das, was wir machen, Homepage, Freitagsgebet, Flyer, mehr können wir nicht tun. Tragt es also bitte weiter. Jazakum Allahu Khairan. Wir haben unten einen Verkauf. Die Gelder gehen an unsere Geschwister, die in Myanmar und an der bengalischen Grenze leiden. Allah Ta'ala möge ihre harte Prüfung erleichtern und ihnen einen Ausweg bescheren und das auch durch unsere Solidarität. Bruder Ibrahim Gulab ist auch hier. Heb mal deine Hand. Alle sehen Ibrahim Gulab. Ja? Er ist für Islamic Relief zuständig. Ja? Er nimmt Spenden an. Er ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn seit so vielen Jahren. Ja? Wenn dieser Mann nicht vertrauenswürdig ist, dann ist niemand in der Umma vertrauenswürdig. Das ist mein Wort, was ich gebe. Und Allah Ta'ala ist sein Richter. Und ich spreche niemanden vor Allah Ta'ala rein, denn er ist der Allwissende. Ja? Gebt ihm euer Geld, was ihr verdient. Er leitet das 100% an Islamic Relief weiter. Ja? Und ich weiß, dass dieser Mann, ist ein studierter Mann, ein selbstständiger Mann mit Firma und sehr viel Erfahrung, er hat die Dunya verlassen für Al-Akhira. Und er nimmt viel weniger Geld von Islamic Relief, als er auf dem freien Markt eigentlich wert ist. Und das gilt für alle Geschwister, die bei Islamic Relief aktiv sind. Das gilt für alle Geschwister, die bei Muslime helfen aktiv sind und bei Kindertränen und so weiter aktiv sind und dort einen Job haben. Ja?
abgesehen von denjenigen, die sowieso dort ehrenamtlich für 0 Euro arbeiten, aber für 100% Baraka. Ja, das sind auch Dinge, die wir manchmal direkter ansprechen wollen. Ich bin jetzt wieder schon über der Zeit, das heißt, ich konnte mein letztwöchiges Versprechen heute leider nicht ganz einhalten. Allah Ta'ala möge mir verzeihen und euch mir verzeihen lassen. Ja, dass er euch in euren Herzen Verzeihung mir gegenüber gibt. Allahumma Amin. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. Ja, oh Allah, wir bitten dich, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der geschwitzt hat, der geblutet hat, der geweint hat, 23 Jahre lang für diese Gemeinde, oh Allah, der keine Ruhe hatte, der nichts hatte, was wir Schlaf nennen würden, oh Allah, für diese Umma und all diejenigen, die ihm im Guten gefolgt sind, oh Allah, alle Prophetengefährten, seine Familienangehörigen, bitte segne sie reichlich und belohne sie in Al-Akhirah. Oh Allah, bitte lass uns ihnen folgen. Oh Allah, bitte vergib uns. Oh Allah, bitte lass uns das Gebet lieben. Oh Allah, bitte lass das Herz der Umma mit einem Schlag schlagen, oh Allah, und mit einer Hand zupacken. Oh Allah, bitte erleichtere uns unsere Prüfungen. Oh Allah, bitte beschütze uns vor der sich feindlich ausstreckenden Hand. Oh Allah, bitte beschütze unsere Geschwister in Myanmar, oh Allah, und in Palästin und in Syrien und im Irak und in Somalia und überall, oh Allah, wo wir eine harte Prüfung durchleben, sei sie kriegsbedingt, sei sie katastrophenbedingt, oh Allah, und lasse uns unsere Hand ausstrecken, oh Allah, in Hilfe und unsere Herzen sich dir bittend zuwenden, oh Allah. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.